Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin CineSam und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltest, solltest du das auf jeden Fall tun. Denn wenn du dich fürs Film interessierst, ist das genau das Richtige für dich. Jetzt zeigt dir Josef vom Kanal Cinema Studios 5 Tipps zum Filmen mit deinem Handy. Los geht's! Hey Leute, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr mit eurem Smartphone noch bessere Videos drehen könnt. Viel Spaß! Mein erster Tipp wäre, dass ihr in gute Audioqualität investiert. Denn solche Dinger haben meistens nicht die beste Audioqualität. Also solltet ihr in externe Mikrofone investieren. Beispielsweise das Rode SmartLav Plus oder das Rode Video Micro. Beide kosten um die 50 Euro herum und könnt ihr einfach hier anstecken und habt dann einen viel besseren Ton. Als zweites solltet ihr eure Kamera richtig einstellen. Da solltet ihr manuell Einstellungen nutzen und euer SmartLav von Hochkant auf Querformat umstellen, damit ihr einfach auch den sogenannten Kino-Look oder YouTube-Look hinbekommt. Zudem solltet ihr darauf achten, dass die Belichtungskorrektur, der ISO, der Fokus und der Weißabgleich auf jeden Fall manuell eingestellt sind, denn sonst kann das Ganze wirklich nicht allzu professionell wirken. Als dritten Tipp will ich euch sagen, dass ihr auf jeden Fall auch die Komposition nicht vergessen sollt. Mit eurem Smartphone das zu hinzukriegen ist meistens gar nicht so einfach. Allerdings könnt ihr mit dem 3/3-Raster, was eigentlich wirklich in jeder Kamera mit dabei ist heutzutage in dem Smartphone, könnt ihr einfach das einstellen oder ihr ladet euch eben eine App herunter und dann geht das auf jeden Fall auch klar. Dabei könnt ihr dann beispielsweise mit der 3/3-Regel oder dem goldenen Schnitt, der goldenen Spirale etc. arbeiten. Dazu werden auf jeden Fall auch auf meinem Kanal noch weitere Tutorials finden rund um die Komposition. Also falls ihr da Interesse habt, könnt ihr mich gerne auch abonnieren. Billige Kameras oder Smartphones haben oft das Problem, dass sie einen geringen Dynamikumfang haben, was einfach bloß die Schwarz- und Weißwerte wiedergibt, wie groß eben da die Abstufungen sind. Wenn ihr gegen die Sonne filmt beispielsweise, ist euch bestimmt schon aufgefallen, dass da meistens bloß die Sonne richtig belichtet ist und alles rundherum ist schwarz. Das solltet ihr aber vermeiden, indem ihr einfach die Kamera so rumdreht, dass ihr mit dem Licht filmt und dadurch bekommt ihr viel professionellere Ergebnisse. Und als fünften Tipp will ich euch noch gesagt haben, bearbeitet euer Footage am Computer oder am Handy mit einem professionellen Programm auf jeden Fall nochmal nach. Ihr solltet mit dem Programm auf jeden Fall die Farbe nachbearbeiten können und auch das Ganze schneiden. Mit diesen zwei Tipps solltet ihr auf jeden Fall noch professionellere Tipps in der Nachbearbeitung hinbekommen. Auch dazu gibt es auf meinem Kanal Tutorials. Und ich würde sagen, vielen Dank an CineSam, dass ich heute hier sein durfte. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Wenn ja, dann gebt gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr Interesse an meinem Kanal habt, dann schaut einfach vorbei. Und jetzt übergebe ich das Wort wieder an Samuel. So, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen, das Josef da gemacht hat. Und ja, wenn ihr noch 5 Tipps sehen wollt, schaut auf jeden Fall mal hier neben mir vorbei. Denn da habe ich 5 Tipps auf seinem Kanal gemacht. Auch zum selben Thema, Film mit dem Smartphone. Und ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß damit. Und ihr könnt auch was daraus lernen. Ciao.